Guten Tag, liebe Freunde. Guten Tag, Christian. Bist du auch am Start? Ah, ja. Geil. Heute habe ich mir den Golf geschnappt. Wir fassen so ein paar positive und negative Punkte zusammen in diesem Kfz. Und ich sage euch, warum ich das Auto momentan in 2021, ich muss aufpassen, empfehlen kann für Fahranfänger. Erster negativer Punkt ist der Soft-Touch-Lack von dem Golf. Stört mich extrem, es krisselt so komisch, wir machen ein Bild rein. Ja, genauso sieht die Scheiße aus. Sieht irgendwann kacke aus, klebt an den Händen ohne Ende. Du hast babbige Hände, das stört mich extrem. Als Lösung kann man das eigentlich abschleifen und dann kann man das lackieren. Das sieht dann am Ende so aus. Auf jeden Fall ist es jetzt mal haltbar, ne? Das ist nicht mehr so kratzempfindlich und sieht nicht mehr so eklig aus. Kostet so, wenn du selbst lackierst, kostet es so 70 Euro, der ganze Innenraum. Also dann auch Seitenteile oder was? Alles. Okay. Abschleifen, grundieren vielleicht und drüber sprühen, das war's. Mehr ist nicht. Nächster negativer Punkt ist, wenn du selbst an dem Auto schraubst und du hier die ganzen Sachen wegklipsen willst, dann brechen die immer ab. Der nächste negative Punkt ist der typische Krankheit vom Golf. Und zwar ist es der Kotflügel, der immer wegrostet. Weil am Anfang... Boah, der ist wieder geil. Am Anfang... Scheiße. Am Anfang ist es so gewesen, bei den ersten Modellen, da wurde der einfach nicht versiegelt von innen. Also eigentlich kommt da außen kommt Lack drauf und innen kommt so eine Wachsschicht drauf. Und die wird vergessen. Irgendwann haben sie dann Schaumstoff benutzt. Das ist auch scheiße, weil das saugt sie mit Wasser voll dann. Und dann rostet es auch weg. Das haben sie halt einfach vergessen. Das kam dann in den späteren Modellen von 2003 so ungefähr. Scheibenwischer hinten, der bleibt ab und zu mal hängen oder hängt manchmal so, hängt manchmal weiter unten. Ich habe schon einen gesehen, der hängt so. Also so, das ist nicht so geil. Das ist einfach nur die Endlagendämpfung, die kaputt ist. Die kostet 2,50 Mark auf eBay. Und ja, easy zu machen eigentlich. Was noch ist, hier ist der Wackelkontakt meistens. Das ist die Hebelage zum Betätigen des Scheibenwischers. Und die hängt manchmal. Das hat so einen Wackelkontakt. Manchmal mache ich das Auto an, dann geht der Scheibenwischer an und geht auch nicht mehr aus. Genau, also es ist sehr bekannt, dass die Diesel 101 AXR Motoren die Getriebe extrem schwach ausgelegt sind. Ich kenne ganz viele Leute, die einen Golf haben, in denen das Getriebe weggeflogen ist. Einfach ging nichts mehr. Ne? Die haben dann nur noch im Leeren gedreht. Kupplung ist bei den Modellen vor 131 PS bei allen schwach. Das ist bei allen scheiße, außer beim Topmodell. Da ist es gut. Aber überall sind die Kupplungen sauschwach. Da geht nichts. Das ist einfach kack. Ein Kollege von mir hat einen 1,4er Benziner gehabt. Golf. Das war aber ein Vor-Facelift. Der war 1998. Baujahr. Und der hatte ohne Ende Macke. Ohne Ende. Der hatte Rost. Bei dem war der zweite Gang extrem schwer. Den hast du richtig mit Gefühl einlegen müssen, sonst ging der nicht rein. Dann Domlager ohne Ende, Rost, überall sind so kleine Macken, so kleine Kinderkrankheiten, die einfach nichts sind. Deswegen, ich empfehle immer einen Facelift zu kaufen. Der ist ab 2001, der Facelift. Positive Punkte von einem Golf 4. Er lässt sich extrem in Ruhe. Du sitzt extrem sicher. Das ist ein Fahranfängerauto, was wirklich, wirklich leicht zu fahren ist. Du musst nicht viel machen. Du hast... Das ist schwierig zu erklären. Das ist wirklich... Damit ist es perfekt, fahren zu lernen. Die Größe stimmt, es ist nicht zu groß, es ist aber auch nicht zu klein.
und es ist einfach anzufahren. Was wichtig ist, wir reden nicht vom Benziner, wir reden von Diesel. Den Golf gibt es extrem, extrem günstig. Du bekommst gute Exemplare für 3000 aufwärts. 3,5 so ungefähr, wenn er gut durchrepariert ist. Wenn du selbst ein bisschen schrauben willst, kriegst du schon ab 1,2 kriegst du schon ein. Wenn du selbst ein bisschen Hand anlegen willst an dem Auto. Wir reden nicht vom Benziner, sondern eher vom Diesel, weil die sind eher haltbar. Die will keiner haben, ich weiß. Aber das musst du jetzt selbst entscheiden, was dir wichtiger ist. Willst du nicht mehr so in die Städte fahren? Oder fährst du vielleicht doch rein? Je nachdem, was du willst. Oder du holst dir halt einen Benziner. 1,8T ist auch extrem, extrem gut. Da kommt aber ein bisschen mehr Bastelei zusammen, weil die Turbos nicht so geil waren und bla bla bla. Hat alles seine Kinderkrankheiten. Aber wenn du einen standfesten Motor willst, ein standfestes Auto, was fährt, wo normale Verschleiß kommt, sind wir so beim 1,9er TDI auf jeden Fall. Ich würde aber auch empfehlen, den 131 PS Motor zu kaufen. Nicht den, wo ich habe. Das sieht man auch, das sind normale Zahlen hier. Beim Facelift sind hier so Ringe, so weiße Ringe. Das ist dann der 131 PS Motor. Ich glaube sogar auch das Facelift. Das hat dann auch hier so Alu-Kappen. Das hat auch nicht mehr den Softlack. Oh, Scheinwerfer aus Glas ist, glaube ich, das einzigste Modell, das Scheinwerfer aus Glas hat. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Und es ist extrem wertig. Du hast keine Moosbildung, du hast keine anlaufenden Scheinwerfer, du hast kein ekliges Gerams da vorne. Du hast, oder die verblinden ja auch so schön, dann schleifst du die an, dann sind die wieder nicht dicht. Es ist einfach sehr, sehr wertig vorne. Das Licht geht immer durch eigentlich. Genau, du kannst auf dem Golf 4 sehr, sehr günstige Reifen kaufen. Du kriegst Reifen, wenn dir das egal ist, ab 20 Euro pro Reifen. Was nicht viel ist. Du kannst einen Allwetterreifen fahren, du kannst alles Mögliche fahren. Das ist alles sehr, sehr günstig gehalten. Design außen. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Du machst auf einem Golf 4 Felgen drauf und legst ein bisschen tiefer. Du hast wirklich ein geiles Aussehen von dem Auto. Ich finde, das Auto ist null gealtert. Null. Das ist extrem zeitlos. Ich finde, du kannst für günstig Geld relativ viel aus dem Auto machen, vom Design her. Du kannst an dem Auto, das ist wie so ein Baukasten, du kannst an dem Auto eigentlich alles Mögliche nachrüsten. Du hast relativ, nee, nicht relativ, es ist sehr günstig, auch vom Tuning her. Du kannst Spiegel kaufen, du kannst hier so einen ganzen Dachhimmel kannst du kaufen, in schwarz komplett, für wenig Geld. Das ist alles Mögliche. Günstig gebraucht oder Neuteile, die sind nicht teuer und es gibt eigentlich alles für das Auto, es gibt alles. Das Auto ist komplett abgedeckt von Tuningmaterial oder Nachrüstmaterial. Demnächst kommt zum Beispiel LED-Nachrüsten vorne. Es sind ja jetzt Halogenlampen drin und irgendwann kommen die LED. Die kannst du einfach reinstecken, dann hast du LED drin. Abgenommen, TÜV, komplett. Sind die ersten LED-Lampen. Ein positiver Punkt ist auch noch, du hast ein ausschaltbares ESP mit einem super kleinen Knopf. Wichtig? Hat fast keiner mehr heutzutage. Vor allem für Fahranfänger sehr wichtig. Und für Fahranfänger sehr wichtig. Also ich habe das Auto jetzt 1,5 Jahre ungefähr. Ich glaube ein bisschen weniger. Und ich muss wirklich gestehen, das Auto hat mich eigentlich nie im Stich gelassen. So. Und Verbrauch. Habe ich ganz vergessen. Verbrauch ist noch ein positiver Punkt. Du fährst mit dem Auto auf der Autobahn mit 3,9 Liter rum. Oder 4. Ich kenne kein Auto, was das kann. Ich kann das Auto eigentlich wirklich, wenn du nicht werkstattscheu bist, jedem befehlen. Es ist halt nun mal ein Auto von 2003 und du musst halt einfach ein paar Sachen reparieren. Das ist so. Ein Zahnriemen kommt, Bremsanlage kommt,
Reifen, gut, das kommt bei jedem Auto jedes Jahr. Aber es ist einfach, ja, du musst halt einfach ein bisschen durchreparieren. Aber wenn du es durchreparierst und wenn du alles ein bisschen machst, dann glaube ich, ist das ein mega Anfängerauto. Und jetzt abschließend würde ich sagen, hauen wir noch einen Porn raus.